ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Heute wollen wir wieder weitermachen mit unserer Jonglage. Ich hoffe, die letzten Übungen habt ihr einigermaßen hingekriegt und hattet Spaß beim Üben. Heute wollen wir endlich den dritten Ball dazu nehmen. Aber davor machen wir noch eine einzige letzte Übung mit. Und zwar habt ihr wieder in jeder Hand einen Ball. Und wir machen wieder den Innenwurf, die letzte Übung vom letzten Mal und die wichtigste. Ich hoffe, die habt ihr hingekriegt. Schaut, dass ihr auch mit beiden Händen die anfangen könnt. Jetzt wollen wir dazu einen Schritt dazu bauen. Und zwar werfen wir beide Bälle, 1, 2. Und dann klatschen wir einmal ab. Die Zeit, die wir zum Klatschen brauchen, ist die Zeit, die wir später brauchen, um den dritten Ball loszuwerfen. Also, 1, 2, klatsch. Und dann fangen wir. 1, 2, klatsch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir klatschen, wenn der zweite Ball am höchsten Punkt ist. Wir werfen den ersten, wir werfen den zweiten. Wenn der zweite ganz oben ist, klatschen wir ab. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beide Händen schaffen. Das heißt, jetzt habe ich immer mit rechts angefangen und dann hat die rechte Hand geklatscht. Jetzt wollen wir es aber auch mit links machen und die linke Hand klatscht. Das heißt, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wenn ihr wollt, könnt ihr es dann auch wieder abwechselnd versuchen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ihr könnt das Ganze auch mit was anderem versuchen. Ihr müsst nicht klatschen, ihr könnt zum Beispiel auch schnipsen. Dann wäre das Ganze so. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ihr könnt euch aber auch an den Kopf fassen oder an die Nase oder was euch einfällt. Hauptsache, wir bauen einen Schritt ein für die Zeit, die später die Hand für den dritten Ball braucht. 1, 2, 3. Bevor wir jetzt den dritten Ball dazu nehmen und damit richtig jonglieren wollen, würde ich noch gerne eine letzte kleine Vorübung machen. Wir brauchen aber schon drei Bälle dafür. Allerdings werfen wir sie nicht normal hoch wie beim normalen Jonglieren, sondern versuchen es einfach mal am Boden. Wir legen die Bälle auf den Boden, einfach nur um zu sehen, wie das Muster vom Jonglieren funktioniert. Okay, wir haben alle Bälle auf dem Boden. Allerdings, wie später beim Jonglieren, haben wir zwei in einer Hand und einen in der anderen. Und wir fangen an mit der Hand, die zwei Bälle hat, und werfen einfach mal einen in die Mitte. Und dann kommt der zweite von der anderen Seite auch in die Mitte. Und der dritte kommt wieder von der ersten Seite. Das heißt, so sieht das Ganze dann aus. Könnt ihr einfach mal ein paar Sekunden oder eine Minute ausprobieren. Ist einfach nur, um ein Gefühl für den Rhythmus zu bekommen. Okay, los geht's jetzt also mit drei Bällen. Dazu müssen wir lernen, wie wir zwei Bälle in einer Hand halten können, weil sonst können wir nicht losstarten. Den ersten Ball, den wir in der Hand halten, halten wir hier unten und können den mit diesen beiden Fingern, mit dem kleinen und mit dem Ringfinger, noch festhalten.
Und den zweiten legen wir hier oben rein und können den mit diesen Fingern festhalten, mit dem Daumen, dem Zeige- und dem Mittelfinger. So ist die richtige Handhaltung. Wenn wir den jetzt hochwerfen wollen, fangen wir mit dem Ball an, mit dem Ball, der oben liegt. Der wird zuerst geworfen. Das können wir jetzt mal ausprobieren. Einfach nur leicht hochwerfen. Okay, wir haben also beide Bälle in einer Hand und werfen jetzt den einen Ball einfach nur ein paar Mal rauf und fangen ihn wieder. Der zweite Ball bleibt ruhig in der Hand liegen. Ist einfach nur, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ihr den Ball werfen müsst, wenn ihr zwei Bälle in der Hand habt. Und wie immer wollen wir das Ganze nicht nur mit der einen Hand können, sondern natürlich auch mit der anderen. Also ich nehme beide Bälle in die nächste Hand und versuche es auch da ein paar Mal. Guckt wieder schön nach vorne, wie immer. Okay, und jetzt kommt der dritte Ball dazu. In meiner rechten Hand habe ich zwei Bälle, in der linken einen. Und jetzt wollen wir den einen Ball, den zweiten Ball von der einen Hand immer hin und her werfen. Die anderen zwei Bälle behalten wir mal noch in der Hand. Ist auch nur noch mal eine Übung zum richtigen Werfen, wenn man zwei Bälle in der Hand hat. Achtet darauf, dass der Ball wieder schön in Augenhöhe fliegt, dass er eine schöne Kurve fliegt und dass euer Blick nach vorne ist, dass ihr locker steht, dass ihr beim Werfen ein bisschen Schwung holt, ein bisschen abfedert beim Auffangen und gleich weitermacht. Okay, dann kann es jetzt weitergehen mit drei Bällen wirklich jonglieren. Okay, los geht's also mit drei Bällen. Wir wollen jetzt ganz normal jonglieren, aber nehmt euch nicht zu viel vor am Anfang. Unser erstes Ziel ist erstmal dreimal hochwerfen, dreimal auffangen. Also jeden Ball einmal hochwerfen und einmal auffangen. Das sieht folgendermaßen aus. 1, 2, 3 und den dritten fange ich. Stopp, das reicht erstmal. 1, 2, 3 und den dritten auffangen. 1, 2, 3. Es hilft euch wirklich, wenn ihr verschiedenfarbige Bälle nimmt. Dann wisst ihr genau, wann ihr aufhören müsst. Wenn euch das noch ein bisschen zu schwierig ist und es ihr nicht schafft, die Bälle zu fangen, dann könnt ihr auch erstmal nochmal, wie bei den letzten Übungen schon, es einfach ausprobieren, die Bälle nur hochzuwerfen und auf den Boden fallen zu lassen. Das Wichtige ist, dass wir richtig werfen. Wenn ihr es schafft, könnt ihr einen Ball fangen oder zwei oder alle. Aber ihr könnt erstmal ausprobieren, einfach nur zu werfen. 1, 2, 3 und die Bälle fliegen auf den Boden. Ziel ist es aber dann zu schaffen, dreimal zu werfen, dreimal zu fangen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und wenn ihr das schafft, dreimal, dann probieren wir es auch, ob wir es schaffen, wenn wir mit der anderen Hand anfangen. 1, 2, 3. Fangen. 1, 2, 3. Fangen. 1, 2, 3. Das nächste Ziel stecken wir uns jetzt einen Ball mehr. Jetzt wollen wir viermal
loswerfen und viermal fangen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fangen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Auch das wollen wir mit der anderen Hand genauso gut können. Viermal werfen, viermal fangen. Los geht's. 1, 2, 3, 4. Fangen. 1, 2, 3, 4. Fangen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Und wenn ihr da sicher seid, dann nehmt euch wieder einen Wurf mehr vor. Weiter geht's zu 5 Würfen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fangen. 1, 2, 3, 4, 5. Und auch das wieder, wenn wir mit links anfangen oder mit der anderen Hand. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und so könnt ihr euch Schritt für Schritt nach vorne tasten. Nehmt euch immer ein kleines bisschen mehr vor, aber nicht zu viel. Und ihr könnt auch gerne zwischendurch immer wieder die Übungen von davor nochmal machen. Vielleicht macht es dann irgendwann Klick und euch fällt es leichter mit den drei Bällen zu jonglieren. Dazu sind die Vorübungen da. Die trainieren euch schon mal, die bereiten euch vor. Wiederholt die gerne immer wieder, baut die zwischendurch ein, das wird euch helfen. Wenn wir anfangen, jonglieren zu lernen, passiert es meistens, dass wir die Bälle nicht so kontrolliert loswerfen. Die fliegen viel weiter nach vorne oder auf die Seite. Es gibt was, was ihr dagegen unternehmen könnt. Und zwar hilft es manchmal, sich einfach vor eine Wand zu stellen und dort zu jonglieren. Dann könnt ihr nämlich nicht so weit nach vorne und auch meistens nicht so weit zur Seite. Probiert das mal aus. Und wenn ihr die Bälle zu weit nach vorne werft, wirft euch die Wand die automatisch wieder ein bisschen zurück. Manchmal reicht es aber auch schon, wenn ihr einfach nur ein Kissen vor euch hinlegt oder ein Handtuch oder eine Tasche oder irgendwas, weil auch dann ist schon für den Körper eine Grenze gesetzt, über die er nicht drüber kann. Genauso, wenn ihr wieder vor einem Tisch oder einem Bett jongliert, ist erstens gut, damit ihr euch nicht so weit bücken müsst. Zweitens aber hilft euch auch das, damit ihr die Bälle nicht so weit nach vorne wirft. Weiter Tipp. Macht das Ganze langsam. Versucht auch langsam zu werfen. Ihr müsst nicht so schnell machen. Dann seid ihr total gehetzt und habt keine Zeit, die Bälle richtig zu werfen oder richtig aufzufangen. Deswegen versucht es einfach relativ langsam zu machen. Ihr habt drei Bälle und zwei Hände. Das heißt, es muss nur immer ein Ball in der Luft sein.
Ein Ball ist nicht in der Hand. Die anderen beiden Bälle sind jeweils können in der Hand bleiben. Nur einer ist in der Luft. Das heißt, ihr könnt euch Zeit lassen. Werft den Ball immer los, wenn ihr den anderen Ball ganz oben seht. Wenn ihr wisst, okay, jetzt fängt der Ball an runterzufallen, dann werfe ich den anderen Ball hoch. Und wie schon ein paar Mal erwähnt, steckt euch kleine Ziele. Nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor. Ihr werdet nicht jetzt innerhalb von 5 Minuten lernen, wie man perfekt die 3-Ball-Kaskade mit 3 Bällen jongliert. Ihr werdet aber schaffen, wenn ihr euch kleine Ziele setzt und da dran bleibt und auch übt. Ihr braucht ein bisschen Geduld, aber dann werdet ihr es schaffen. Geht auch immer wieder einen Schritt zurück, baut ein paar kleine Übungen ein, das wird helfen, euch auf die gesamte Jonglage vorzubereiten. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt immer Spaß beim Üben und habt auch diesmal Spaß und ihr schafft es, mit 3 Bällen zu jonglieren. Ich auf jeden Fall würde mich freuen, euch irgendwann mal zu sehen mit euren 3 Bällen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!